to the moon. Don't leave so soon. What's poppin', people? Was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ist der One and Only Wesley Thompson. An allererster Stelle. Frohe Weihnachten, meine Leute. Ich hoffe, ihr werdet heute oder morgen, je nachdem, wie ihr das aussieht, wenn ihr Weihnachten feiert. Wann feiert ihr eigentlich Weihnachten? Feiert ihr am 24. oder am 25.? Schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich möchte euch und allen, die mich dieses Jahr supportet haben oder auch nicht supportet haben, die mich in diesem Monat entdeckt haben oder den Monat davor oder wann auch immer entdeckt haben, möchte ein riesen Dankeschön sagen für das ganze Jahr über diesen Support. Ich küsse eure Herzen. Ohne euch wäre das meiste gar nicht möglich gewesen. Auch wenn ihr das vielleicht nicht wisst, aber ihr habt mir sehr viel Push gegeben, immer weiterzumachen. Ich habe diesen Dezember 23 Tage gedrückt. Ich habe leider einen Tag nicht geschafft, hochzuladen. Are you not embarrassed? Aber trotzdem, ich wünsche euch dennoch ein gesegnetes und ein fröhliches Fest mit euren Familien. Genießt eure Ferien, wenn ihr Ferien habt. Genießt eure alles, was ihr möglich habt. Einfach die Pause, die Feiertage mit eurer Familie. Denn diese Tage sind auch sehr wichtig, einfach mal abzuschalten von der Außenwelt, von dem ganzen Druck, den man im Alltag hat. Und einfach mal die Zeit mit der Familie zu genießen. Ob ihr jetzt im großen Kreis feiert, im kleinen Kreis, spielt da keine Rolle. Ich feiere selber im kleinen Kreis meiner Mutter. Deswegen, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit euren Familien. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Und ansonsten gibt es eigentlich gar nicht kurz viel zu sagen. Rutscht alle gut rein ins neue Jahr, falls wir uns vorher nicht mehr sehen sollten. Rutscht auf jeden Fall gut ins neue Jahr rein. Genießt das Weihnachtsfest mit euren Freunden und Familien. Und Geschenke sind da nicht so wichtig. Ich sag euch ehrlich, das größte Geschenk, was wir haben, ist Gesundheit und Familie am Ende des Tages. Alles andere sind nur materialistische Sachen. Deswegen, seid euren Eltern nicht böse, wenn die euch nicht das Geschenk geben konnten, was sie wollten. Weil am Ende des Tages, sie haben es versucht. Sie haben es bestimmt versucht, konnten es aber nicht, weil andere Sachen wichtiger sind. Und wir als Jüngere können das manchmal nicht so wahrnehmen, wie wir wollen. Aber wie gesagt, in der Hinsicht, seid euren Eltern da nicht böse, falls ihr nicht das Geschenk bekommt, bei euren Partnern oder wen auch immer, wenn ihr nicht das Geschenk bekommen habt, was ihr wolltet. Weil im Endeffekt ist die Gesundheit und die Gegenwart von diesen Menschen wichtiger als dieses Materialistische, was irgendwann kaputt gehen könnte und allem drumherum. Demnach wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt ein gesegnetes Fest, ihr habt eine schöne Zeit, ihr genießt mit Familie ein bisschen, so groß, klein, bla bla bla. Und was macht ihr eigentlich alle an Silvester? Lasst mich mal wissen, was macht ihr an Silvester, weil ich habe absolut keinen Plan. Und noch eine Sache, ich muss eine Sache ankündigen. Wenn ihr dieses Video seht, werde ich nächste Woche, wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag, werde ich einen E-Date-Stream machen. Sprich, ich habe eine Insta-Baddy gefragt, ob sie darauf Lust hätte, bei einem E-Date dabei zu sein. Sie hätte Bock darauf. Ich habe euch gefragt, welche Leute ihr gerne dabei sehen wollen würdet. Und diese Leute habe ich jetzt auch kontaktiert und fertig gemacht. Die meisten sind schon da und ich werde noch ein paar Leute fertig machen. Also guckt auf jeden Fall bei meinem Twitch vorbei. Link, Name ist genau hier. Das wird sehr spannend und unterhaltsam sein. Da gerne auch mal vorbei. Ansonsten würde ich sagen, Leute, ganz ehrlich, ganz vielen Dank wirklich. Ich meine es wirklich ernst und kommt von Herzen. Ganz vielen Dank für den ganzen Support dieses Jahres. Muss ich wirklich sagen, wir haben dieses Jahr sehr viel erreicht. Wir sind ein bisschen gewachsen auf YouTube. Ich hoffe, nächstes Jahr brechen wir dann endlich mal richtig durch. Aber bis dahin kann ich mich nicht beschweren. Es war nice. Wir haben eine kleine Community gebildet. So wie es anfangen soll, ein kleiner Step. Und nächstes Jahr brechen wir dann komplett durch. Aber ich möchte euch erstmal nur Danke sagen für alles Mögliche. Wirklich für jeden Kommentar, jedes Like, für jedes Video, was ich euch angeguckt habe, für jede Zeit, die ihr in meinem Stream verbracht habt. Ob es Instagram-Bilder waren, ob ihr irgendwas, egal wie ihr mit mir interagiert habt, für alles bin ich euch wirklich super dankbar. Ich danke euch wirklich sehr für eure Zeit, die ihr vor allem immer geopfert habt, in meinen Content zu investieren. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Demnach möchte ich mich wirklich dafür bedanken und ich wünsche euch alle wirklich nur das Beste. Bleibt gesund. Ihr seid die Besten. Ich küsse euer Herz und vielleicht kommen wir irgendwann mal mit einem Namen für unsere Gang auf, weil das kann nicht so weitergehen, dass wir keinen Namen haben. Aber ich würde sagen, ja, in dem Sinne wünsche ich euch alles Beste und eure Familien. Ich weiß nicht, wann ich wieder ein Video hochladen werde, weil ich muss mich jetzt auch erstmal von diesem Vlog mal erholen. Ich habe wirklich jeden Tag gestresst bis zum geht nicht mehr. Und ich bin auch irgendwo froh, dass es vorbei ist, muss ich ehrlich sagen. Die Cap soll dienen als meine Weihnachtsmütze übrigens, weil ich habe keine Weihnachtsmütze, weil ich dachte, irgendwas Weihnachten ist einfach I don't have anything. Anyways, ich würde sagen, Leute, das war es eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachten. Ich küsse eure Herzen und ja, peace out und bleibt sauber. Bye. With them shit like we been lit. Face down, ass up, bitches. Whoa. Backdrop smoking on the bomb.